Die schizophrene Erkrankung gehört zu den schwersten psychiatrischen Erkrankungen, die wir kennen, und zeichnet sich dadurch aus, dass die Betroffenen einen Realitätsverlust erleiden. Das heißt, sie fühlen sich verfolgt und bedroht von irgendwelchen anderen Menschen, von geheimen Organisationen, haben also eine Wahnvorstellung. Sie hören Stimmen, obwohl keiner im Raum ist, Stimmen, die durchaus auch bedrohlich sein können, die sich zum Suizid auffordern. Sie haben zum Teil Vorstellungen, dass andere Menschen in ihren Kopf hineinschauen könnten. Also schlichtweg ein sehr schwerwiegendes psychiatrisches Erkrankungsbild, was in der Regel am besten mit Medikamenten zu behandeln ist, häufig leider Gottes eine lebenslange Erkrankung darstellt, die zum Teil auch lebenslang mit Medikamenten und teilweise auch zusätzlich mit Psychotherapie behandelt werden muss.